Isaac kept to himself. So, hallo, wir machen weiter. Isaac Repentance mit dem nächsten Charakter, für den wir noch Tainted freischalten müssen. Und das ist die liebe Bethany. Da haben wir auch noch nicht Tainted. Ich meine, da haben wir noch ganz vieles anderes auch noch nicht, aber es geht jetzt ja erstmal um die Tainted Unlocks. Heute ist der Part rausgekommen. Heute ist der Part rausgekommen. Welcher Part ist heute rausgekommen? Ah, mit dem Speedrun. Mit dem Speedrun und den Spinnen. Also mein zweiter Forgotten. Genau, mein zweiter Forgotten Part. Richtig, der ist heute rausgekommen. Oh, da haben wir schon mal. Sehr gut. Da haben wir schon mal. Selbst wenn jetzt sozusagen der. Oder verwechsel ich das schon wieder? Das ist doch was für ein Satan-Deal gewesen, das Item, oder? Also selbst wenn jetzt mal der Satan-Deal kommt, natürlich nicht beim ersten Mal, also beim ersten Mal gehe ich auf keinen Fall rein, aber selbst wenn er dann mal kommt, wäre es nicht das größte Drama. Wenn ich jetzt nicht das Trinket komplett verwechsel. Und wir haben auf jeden Fall schon mal ein Trinket, was wir dann zum Schluss in einen Cracked Key verwandeln könnten. So, ich hätte hier gern eine Bombe. Wobei jetzt blaue Herzen nicht mehr so wichtig sind. Also schon, aber nicht so. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Oh no. Also blaue Herzen sind schon noch relevant. Aber halt durch den Effekt von Bethany, dass sie ja blaue Herzen nur für die Buchaufladung nutzt. Ist das erstmal eine andere Geschichte. Mein Gott, geh bitte einfach kaputt. Holy moly. So. Was haben wir jetzt hier unten? Da haben wir doch schon mal was Hübsches. Mhm. Die Box würde ich mir ja glatt kaufen, wenn ich sie mir leisten könnte. Steckt sich das jetzt mit dem Ding? Aber das kann ich genauso nur einmal einsetzen, ne? Und ich würde damit ja eigentlich warten wollen. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Da gehen wir nicht mehr rein. Ich würde damit ja eigentlich warten wollen. Bis wir in Devs 1 sind? Fragezeichen. Ich glaube, mit Pandoras Box will ich bis Dev 1 warten. Lasst mich nochmal kurz nachlookien. Nee, Devs. Nee, Quatsch, Dev. Womp meine ich. Nee, Quatsch, nee. Ach, scheiße. Ah, nee, Caves. Caves funkt. Ich hab mich verklickt. Also. Ich lese es kurz vor. Basement 1 sind 2 Soul Hearts, Basement 2 sind 2 Bomben und 2 Schlüssel. So, Caves 1 ist ein Boss-Item, Caves 2 ist ein Boss-Item und 2 Soul Hearts. Bis dahin würde ich warten. Ach, und wenn man es in Home einsetzt, bekommt man einfach den roten Schlüssel. Ah, ist ja auch lustig. Wenn ich es also behalte, wäre das mein Alternativweg zum Unlock. Witzig. Okay, aber wir schauen mal, ob wir es behalten können bis Dings. Das wäre schon cool. Bedeutet halt, dass wir kein anderes Base-Item jetzt mehr einsammeln können. Aber gut, das ist in Ordnung. Dafür kriege ich dann ein schönes Boss-Item und 2 Soul Hearts. Ich denke, das ist eine Investition, die sich lohnen sollte.
Ja, ja, komm, ist schon in Ordnung. Tschüss. Sehr schön. Da haben wir gleich... Oh, gutes. Gutes Ding. Gutes Ding. Das Problem ist, wir können es nicht schützen. Das Problem ist, wir können dieses Ding nicht schützen. Ich müsste fehlerfrei durchkommen, um neue HP-Ups zu generieren. Nehme ich jetzt Judas Zunge mit oder Maggie's Faith? Das ist jetzt echt schwierig. Weil ich glaube... Ich glaube, einen Deal zu reduzieren ist sinnvoller, als darauf zu hoffen, kein einziges Mal Schaden zu nehmen, weil ich kriege keine Herzen vor den Roten. So, kriege ich nicht. Alles, was blau und schwarze Herzen wären, würde halt, ne? Das heißt, das weiße Herz ist beim ersten Hit weg. Ich könnte nicht mal mehr durch... Ich könnte nicht mal mehr durch Dingsräume durch. Durch Curse-Räume. Nee. Nee, finde ich nicht gut. So schwer es mir fällt, aber ich lasse das hier. Ne, weil ich will ja hier durch. Und das hätte ich jetzt schon nicht gekonnt. So, ich hätte hier schon nicht reingekonnt jetzt. Wollen wir mal hoffen, dass da was Brauchbares drin ist. Ja gut, das wäre besser gewesen. Ich wäre einfach nicht reingegangen. Blut. Aber man weiß es vorher ja nicht. Wait, was war jetzt eigentlich das Boss-Item? Ach ja, das war das hab ich ja. Komplett lost, ich bin schon wieder. So. Ach, das ist mal der, was zu so einem Haufen. Sehr schön. Just what I needed. Okay. Jetzt haben wir zwei Bomben. Wir könnten dann hier mal anfangen, nach Itemräumen, nach Geheimräumen zu sprengen. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Oh, okay. Jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir den ersten Schlüssel. Wir werden uns eine von beiden Kisten schnappen. Aber oben und da unten ist halt die Frage. Das war schon mal richtig. Sehr schön. Broken Glasses. Double Vision. Das klingt interessant. Hatte ich noch nicht. Was macht das? Sein Repentance Trinket ist also wirklich neu. Gibt eine 33%ige Chance, ein extra Blind-Item zu spawnen in allen zukünftigen Itemräumen. Erlaubt aber gleichzeitig zu sehen, was die... Ah, okay, wenn man nach Downpour und so weiter geht, würde man jetzt das zweite Item sehen. Okay, interessant. Aber da wir jetzt eh nicht in Itemräume reingehen, behalten wir Judas Zunge. Okay, da komme ich eh nicht ran. Will ich auch gar nicht. Da ist was für eine Bombe. Ich kann nur hoffen, dass es jetzt nicht... Okay, doch, jetzt wäre es sogar egal, wenn es ein Dings wäre. Ich denke nicht, dass hier in der Richtung was ist, aber ich leg's mal so, dass beides gesprengt werden würde. Ah! Tatsächlich ist da was. Und ich krieg die Bombe einfach wieder zurück. Oh mein Gott. Das habe ich nicht bestellt.
okay. Das habe ich so nicht bestellt, aber es ist in Ordnung. Okay, also man könnte hier Bomben setzen. Ja, okay. Das ist ziemlich eindeutig, wo der andere Geheimraum ist. Da können wir auf jeden Fall mal reinwuseln. Da machen wir keinen Fehler. What? Ah, da unten könnte es auch noch. Ah, Short. Aber es gab keinen Ausschluss. Also es gab keinen Ausschlussgrund. Also es war keine falsche Sprengung in dem Sinne. Es gab einfach keinen Ausschlussgrund. Ja, so wie es hier leider auch keinen gibt. Okay, dann ist er hier. Please don't hit me, guy. Dann ist er hier. Yo! Das ist nice. Das ist ein nices Item. Weil damit kann ich jetzt so coole Sachen machen wie Steine kaputt. Allerdings auch gefährlich, wenn es in die Bombenrichtung geht mit den Steinen. Aber hier zum Beispiel kann ich jetzt schön alles kaputt. Wenn man es halt gescheit steuern könnte. Ah, jetzt. Zack. Das ist so ein bisschen... Ja, okay, also... Das Steuern von der Kugel ist so ein bisschen sehr weird. Aber man muss es irgendwie so hin und her schleudern, ne? Ja, irgendwie so. Aber will ich jetzt hier wirklich alles aufmachen? Das ist irgendwie auch wieder Quatsch, ne? Es ist irgendwie schon auch wieder Quatsch. Ich will jetzt hier... Ich werde jetzt kaum Glück haben und hier taucht plötzlich einfach ein Qual Space auf. Oder? Aber haben wir irgendwas? Ne, wir haben hier auch nichts übersehen. Und hier habe ich sowieso ein bisschen Angst, da in diese Bombe oben reinzurennen. Das wäre halt ziemlich blöde. Um mal ehrlich zu sein. Wie soll ich da jetzt? So würde ich den nehmen. Okay. Aber mir scheint hier nicht irgendwie... Nee. Nee, ist in Ordnung. Kann ich mit der Kugel die Truhe öffnen? Glaub's ja nicht, ne? Nee, ich glaub's nicht. War hier noch irgendwas cool? Oh Gott, überall waren solche Dinger. Aber normale Steine sind hier nicht mehr dabei. Also, Quatsch. Spezielle Steine. Nee. Nee, komm, dann gehen wir einfach weiter. Das ist ja auch irgendwo Quatsch. Man sollte es einfach nutzen eben für... Ja, irgendwie so Stellen, wo es wirklich leicht geht, wie hier. Dann... Ha! Wollte ich gerade sagen. Kann man mal gucken, ob man zufällig... einen Qual Space findet. Oh, und es ist sogar ein sehr interessanter Qual Space. Tötet er den? Bitte nicht. Okay. Bitte spawn keine Trollbombe, weil sonst sprengst du dich und ich würde gerne ein Item von dir bekommen. Dankeschön. Na, das ist doch was. Vor allem, wir brauchen die ja, solange wir Judas Zunge haben, wären halt Devil Deals echt cool. Ah,
Nein, jetzt laufe ich da rein, ich Trottel. Oh, ich dachte eigentlich, dass ich geschützt bin, wenn mir das Ding... Ja, ja, weil eigentlich wehrt der ja Schüsse ab. So, wenn ich mich dahinter stelle, kann ich da eigentlich ganz gut geschützt werden normal. Aber klappt gut, der Schutz. Also sollten wir jetzt den Devil Deal bekommen, ich glaube, dann gehe ich rein. Mir egal. Weil, wie gesagt, wir haben, solange wir Judas Zunge haben, sind Devil Deals eigentlich auch wieder attraktiv. Okay, kein Devil Deal, schade. Weil war zu erwarten bei dem Müll, den ich verzapft habe. Oh nee. Das ist jetzt nicht so gut, ne? So, aber jetzt die Töpfe machen wir auf jeden Fall noch kaputt, weil da kann cooles Zeug drin sein. Dass die halt so in der Ecke sind, ist nervig. Come on! Geht doch. Hat nichts gebracht, aber geht doch. So. Okay, weiter im Programm. Okay, gehen wir gleich hier rein. Bitte lass dich nicht treffen. Sonst habe ich gleich wieder meinen Rotherzschaden. Da habe ich keinen Bock drauf. Sehr schön. Nicht so schön. Aber auch hier wieder, ihr seht das weiße Herz, so, ne, ich hätte es sowieso nicht behalten können. Also ich wäre so oft getroffen worden. Okay. Ach, langweilig. Ah, okay. Nichts Spannendes. Nur Kacke. Nein, lass bitte die blöden weißen, gelben Fliegen mal jetzt hier. Nein! Mach dich jetzt mal weg, Kollege. Danke. Na, ich komme aber eh nicht ran. Also selbst wenn ich da jetzt die Pilze bekomme... Oh, interessant. Hier, da gehen wir nicht rein. Logischerweise. Ja, gehen wir doch direkt hin, weil die würde ich eh nicht mitnehmen. Da gehen wir doch direkt rein. Okay. Please don't kill me. Oha. Nee. Ich dachte echt, der trifft mich kurz. Es wäre ungünstig, in dem Raum getroffen zu werden. Okay. Wir müssen aber noch da hochgucken. Weil wir müssen ja alles ablaufen wegen Planetarium. Schlechter Raum. Okay. Oh,
Okay. Ah, nee, ich habe am Anfang den Weg ausgelassen. Scheiße, habe ich nicht gesehen. Nicht die Tür öffnen, danke. Den Weg habe ich nicht gesehen. Oha! Ich bin jetzt gelandet. Aber so gar nicht, wo ich hin wollte. Ja, also... keine Chance, hier ohne Treffer durchzu... Ja... ich bin froh, wenn ich den Raum überlebe. Jo, was ist denn das für eine freche Kombination? Holy shit! Okay, den Raum schaffe ich nicht. Ich habe jetzt einfach auf Verdacht mal das Ding eingesetzt in der Hoffnung. Ja. Alter! Das war kacke. Das war richtig... oh, super cool. Das war richtig kacke gerade. Oh mein Gott. Das war ja, also noch beschissener geht's eigentlich gar nicht. Meine Herren. Also, real talk. Oha. Nicht schlecht, gleich vier Schlüssel mit sich zu schnappen hier. Not bad. Not bad. Der Raum wird absolut kacke im Dunkeln. Aber zum Glück ist es hier noch relativ egal, ob ich jetzt Herzschaden nehme oder nicht. Ja. Aber es wäre halt gut, nicht zu sterben. Natürlich läuft irgendwo noch so ein Viech rum. Das Problem ist jetzt, das sind zu wenig Dings. Es sind leider zu wenig Münzen, um mit dem Bettler zu spielen. Nee, mehr Münzen werden es auch nicht. Schade. Naja, machst du nix. Machst du nix? Hab ich gerade mein... ach so. Stimmt, das kann ich ja einsetzen. Oh, stimmt. Ich habe ja dann eine zweite... Ah, ja, natürlich. Ich kann es ja einsetzen, das Buch. Oh, lol, das habe ich gerade überhaupt nicht gemacht, das Buch einzusetzen. Ah, das war ja auch dumm. Ich hätte ja mehr Schüsse haben können. Ich habe das komplett vergessen. Ich hätte ja mehr Schüsse haben können. Oh shit, ich hätte... ah, da, das... das macht jetzt rückwirkend den Raum natürlich noch dümmer. Ich hätte ja tatsächlich einfach mehr Schüsse haben können. Ja, verdammt. Ist das gerade mein Scheiß ernst gewesen? Ist das gerade mein Scheiß ernst gewesen? So, aber jetzt machen wir es gleich richtig. Jetzt habe ich natürlich Doppelschüsse am Anfang. Ja, ich bin ja blöd. Dann hätte ich sehr viel öfter aufgeladen gehabt. Oh mein Gott. Ich bin komplett dumm.
tut mir leid, dass ihr so einen dummen Anfang sehen musstet. Jetzt bin ich gedanklich wieder bei euch. Setze alle vier Räume des Buch ein. Oh shit. Da hat sich Dings leider verabschiedet. Da ist dann das nächste blaue Herz. Und ich könnte es jetzt über die blauen Herzen natürlich einsetzen, ist klar, aber das wollte ich natürlich auch nicht. Die werden wir erstmal schön Hallöchen! Die werden wir erstmal schön behalten. Und dann mal gucken. Okay, eine Bombe wäre jetzt natürlich stabil. Ich hab nur auf das Viech geguckt. Was war das schlecht? Das ist keine Bombe. Aber ich kann immerhin das Ding wieder einsetzen. So. Er macht immer gleich schon einen Abflug. Das ist sehr schön. So viel dazu. LOL! Das ist mir schon lange nicht mehr passiert, dass ich da reingesegelt bin. Oh, das ist ich wollte gerade sagen, das ist so ein Knochen-Item. Was wir freigeschaltet haben jetzt erst mit Dings. Sehr schön, so schließt sich doch so ein Kreis so ein bisschen. Cool. Ah, dann kann ich zumindest mit Knochenherzen könnte ich dann so weiße Herzen noch beschützen. So, sowas wäre wahrscheinlich noch möglich. Oha. Das heißt, erst wenn jetzt ein rotes Herz hier in der Ebene liegt, das sollte ich den Dings machen, weil ich es dann sofort wieder aufladen kann. Im Moment sollte ich es doch nicht machen. Im Moment wäre es dumm. Ich verstehe das schon. Oh nee. Nein! Hass übrigens diese Räume. Nicht, weil sie schwer sind, weil das sind sie nicht. Sie sind einfach nur lang und nervig und dadurch lässt man sich halt dann treffen. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Na doch, kann ich. Sehr schön, da ist mein Herz. Sehr schön. Achso, ja, erst natürlich den Raum. Dann können wir hier, guck mal, hier ist wieder was Schönes, ne? Können wir gleich sprengen, wenn wir eine Bombe mal hätten. Na, jetzt habe ich den Kack natürlich nicht dabei, den anderen. Hier, weißt du schon, was ich meine. Den, Ach, ich komme nicht drauf. Oh, lol. Sehr geil. Den,
Die Kugel, die ich gerade hatte. Die Stein, die Eisenkugel. Damit könnte ich jetzt schön die ganzen Steine aufmachen, die blauen Steine da, aber... Man kann ja nicht alles haben, ne? Über das Trinket freue ich mich natürlich trotzdem. Ah, guck mal, eine Bombe haben wir auch bekommen. Damit kann man das auf jeden Fall trotzdem aufmachen. Das ist doch was. So, das ist jetzt auch ein Trinket, was ich natürlich bis ganz nach unten behalten werde. Und im besten Fall ein Trinket, was wir nicht abgeben müssen. Das wäre sehr wünschenswert. Tatsächlich. So. Da irgendwo hier war der Stein, ne? Genau hier war der. Nice. Dann können wir auch mal in den Shop gucken. Das ist ein Batterie-Item. Das würde ich mir holen, wenn wir es... Oder ist das das, was ich denke? Oder ist das nur so ein schlechtes Batterie-Item gewesen? Lasst mich mal kurz Cookie machen. Batterie-Pack fully recharges your current held active item and drops between... Ach so. Ach so, nee. Nee, das kaufen wir nicht. Dachte, das wäre was Gutes. Das war nur dieses Batteriepack. Kai, das ist nur für den Moment. Das ist nichts, was mir später was bringt. Also, wenn man es bekommt, ist es nicht schlecht, aber nichts, was ich jetzt für 15 Münzen kaufen würde. So, und wir haben 100% Chance auf den Engel-Deal. Das klingt doch sehr vernünftig. Vor allem, da, solange wir das Knochenherz haben, kann ich auch nicht so schnell Rotherzschaden kriegen. Kassieren. Aber das Knochenherz darf ich natürlich nicht verlieren. Da muss ich aufpassen. Weil ich das verliere, kann ich wieder Rotherzschaden kassieren. Also muss ich da sehr gut aufpassen. Wir wollen mal nicht hoffen, dass das Bad Trip ist. Das ist auch nicht gerade geil. Das ist leider auch nicht gerade geil. Hätte ich lieber Bad Trip genommen. Zwei Bomben. Zwei Bomben. Zu viele Möglichkeiten. Ja, das wäre schon mal möglich. Das wäre leider auch möglich. Ja, das ist leider auch möglich. Nee, das, nee. Zu viele Möglichkeiten für zwei Bomben. I'm sorry. Wirklich zu viele Möglichkeiten. Machen wir nicht. Ja, komm. Scheiß drauf. Oh! Da würde ich gerne mal die Kombination mit der Flöte sehen. Buch und Flöte. Buch und Flöte würde ich, glaube ich, feiern. Ah, nein, 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 lass mir mein Herz. Aber Buch und Flöte würde ich, glaube ich, wirklich feiern. Nee, komm. Ist doch in Ordnung, ist doch in Ordnung. Tschüss. Sehr schön. Zack. Buch und Flöte. So. Oha. Zum Glück habe ich... Oh Gott. Ey, das ist...
Das ist so frech. Welches ist denn jetzt das Bessere? Ich will das Sacred Heart. Ich muss nur gucken, welches das ist. Okay, das ist das mit der Flamme oben drauf. Das ist das mit der Flamme oben drauf. Das andere ist das, genau, das Immaculate Heart. Die sind beide geil. Die sind... Ah! Nein, Sacred Heart hat Homing. Sacred Heart hat Homing. Ich habe den Homing-Effekt vergessen. Der ist natürlich ausschlaggebend. Aber wie kam jetzt eigentlich die 100% Dingschance? Kam das durch das Book of Virtues? Was? Ich weiß, ich kann es nicht aussprechen. Lasst mich. While held guarantees the first Devil Angel Room encounter to be an Angel Room and increases the overall chance of getting one. Ah, tatsächlich. Cool. Cool. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Dann wollen wir aber trotzdem die Chance weiter increasen. Oh, da hat's mir... wollte ich jetzt nicht. Da hat's mir direkt den Dings kaputt gemacht. Das war nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe, muss ich ja gestehen. Aber das Schöne ist, jetzt kann ich im Prinzip sogar mehrfach mit ganz viel blauen Herzen Nein! Lass mir mein Knochenherz. Kollege. Schatten! Das war ärgerlich. Na, ich habe das Knochenherz verlegt. Verloren. Ja, F. Aber gut, dafür erhöhen wir wieder die Chance auf Dings. Aber das war doof. Jetzt habe ich das Knochenherz verloren. Naja. Naja, was soll's. Weiter im Programm. Ja, gut, da geht's dann direkt hier los. Sehr schön. Uranus Eistiers nehmen wir mit. Und ab jetzt können wir ganz normal Itemräume besuchen. Das ist doch was, liebe Freunde. Das ist doch was. Vor allem die Eistiers sind jetzt ja nochmal zusätzlich Homing und alles, ne? Also das ist cool. Das ist jetzt schon cool. Kein Gegner, okay. Yo! Come to me. Sehr nice. Oh. Oh, ich bin in die Spur reingelaufen. I'm sorry. Ups. Das war ein bisschen dumm. Mit der Spur. Tut mir leid. Ich habe die Spur nicht bedacht. Das war ein bisschen sehr dumm. Auf die Art und Weise, sein Dings zu verlieren, ist schon arg dämlich. Muss ich leider... Oh, nee, ich krieg alles mögliche, aber keine Schlüssel. Jetzt habe ich so viele Kisten, aber keinen Schlüssel. Das ist nicht gut. Wir brauchen aber dringend Schlüssel. Nein! L-
Leute, die Flamme macht einfach das gleiche wie das Viech. Auch witzig. Nein, hier komme ich jetzt auch wieder nicht. Ich will das haben. Nee. Oh Gott, so viele Truhen mit zum Schlüssel öffnen. Ich habe keinen Schlüssel. Oh, ist das scheiße. Oh nee. Kann ich bitte einen Schlüssel haben und dann hoffentlich alles richtig machen dann? Oh nein. Ich habe einfach keinen Schlüssel mehr. Oh, das ist doch jetzt kompletter Müll. Ich komme in nix rein. Oh, scheiße. Das ist der letzte Raum. Scheiße. Ach, dumm. Nein, ich krieg nix. Ich krieg gar nix. F. F in den Chat. Oh, ist das doof. Ich muss jetzt was riskieren. Komm an nix ran. Ich habe keine Bomben, ich habe keine Schlüssel. Oh, ist das kacke. Und hier könnten halt Sachen, Bomben und Schlüssel drin sein. Aber dafür muss ich... Ich habe leider auch keine Herzen, die mich auffinden auf der Ebene. Das wird jetzt... Ich hoffe, ich kann es einsammeln und direkt wieder zurück, ohne dass ich nochmal getroffen werde. Ich weiß nicht, wie lange der Effekt hält. Scheiße. Nein! Das ist zu kurz. Okay. Ja, ich hätte beides holen können. Leider war ich zu langsam. So. Was machen wir jetzt? Itemraum? Itemraum würde ich sagen, machen wir auf dem Rückweg. Welche Truhe nehmen wir? Was ist jetzt die richtige Wahl? Könnt auch hier hoffen, dass der mir einen Schlüssel noch zusätzlich droppt. Okay. Dann würde ich jetzt doch den Itemraum mitnehmen. Itemraum und danach einfach auf eine gewisse Reihenfolge von Kisten hoffen. Ja. Ja. Das ist jetzt wiederum gut, weil jetzt kann ich doch noch den anderen Sack mitnehmen. Der Speeddown ist nicht so gut, aber so kann ich den anderen Sack noch mitnehmen. Und das ist dann gut. Das ist scheiße. Ah, man. Das ist auch scheiße. Das war eine zweite Bombe. Okay, wenn ich Glück hab. Nee. Kein Teleport in den Shop. Der wäre möglich. Wir probieren den aus. Erfahr. Komm, Schlüssel. Da kommen keine Schlüssel raus. Wobei, hier könnten Schlüssel rauskommen, oder? Nee, glaube ich. Weiß ich gar nicht, ob da Schlüssel rauskommen können. Wahrscheinlich nicht. Gleich wieder alle in den Kommentaren. Oh mein Gott, er weiß nicht, dass aus der Kacke keine Schlüssel kommen können. Ja, sorry. Tut mir leid. Please don't.
Don't hate on me. Ja, ne? Das war jetzt dieses Erlebnis. Ich könnte hier noch probieren. Auf Goldschlüsselbasis. Okay, aber das nehme ich auch. Das ist auch eine coole Geschichte. Gar kein Problem. Das ist auch eine coole Geschichte. Da freue ich mich auch drüber. Jetzt haben wir viele Herzen, die wir auffüllen können. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Wäre ich fast in die Stacheln reingelaufen. Habe ich nicht gesehen richtig, muss ich gestehen gerade. Habe ich nicht richtig gesehen. Oha. Sehr schön. Schön die Herzen auffüllen. So gefällt mir das. So sieht es doch schon viel besser aus, was unsere HPs angeht, ne? Müssen wir nur unser Speed-Up ganz schnell zurückbekommen. Jetzt kriege ich einen Schlüssel, weißt du? Spiel ist mal wieder richtig frech zu mir. Aber ist okay. Wahrscheinlich wäre in den Kisten eh nichts Brauchbares gewesen. Das müssen wir uns jetzt einfach einreden. Ganz lange und ganz oft. Dann passt das schon. Nein, ich wollte... Oh. Wie schaffe ich es denn immer sofort getroffen zu werden? Ich bin so schlecht. Ich meine, ich verspiele mir so viele Chancen auf die Engelräume. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Ja, jetzt ist eh wieder wurscht. Es geht nur darum, nicht zu sterben. Ach, eine Arcade. Ich habe keine Lust mehr auf Arcades. Aber ich kann sie auch nicht einfach ignorieren. So schwer. Ja, das ist leider nicht die Psyfly. Das haben wir mittlerweile gelernt. So, was haben wir denn hier drin? Ich hab noch nicht dieses Achievement, dass man in dem Bett nochmal schlafen muss. Das können wir uns direkt holen. Oder habe ich das? Ah, scheinbar habe ich's. Okay, nevermind. Okay, das ist mal eine sehr interessante Arcade gewesen. Bin ich aber zufrieden mit. Passt. Oh, coole Pille. Oh, okay, vorsichtig. Entweder wir kriegen gleich noch ein zweites weißes Herz oder ich muss es am Ende einsammeln. Auf keinen Fall jetzt einsammeln. Nee, die hat ein Dings, ne? Aber es ist egal, weil ich wurde eh schon getroffen. Kann ich die auch mitnehmen. Und hier liegen ja eh Herzen rum. Also dann juckt mich das eigentlich. So, und I Can See Forever hilft mir jetzt, die Geheimräume zu finden. Leber! Aber ich komme nicht ran. Ich hasse alles. Jo, ich komme halt wirklich nicht ran. Ich komme an die scheiß Leber nicht ran. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bräuchte was zum Fliegen. Hanged Man oder irgendwie sowas. Also wenn ich jetzt in der Ebene kein Hanged Man bekomme, gibt es keine Leber für mich.
persönlich sehr schade. Fände ich persönlich sehr, sehr schade, wenn es keine Leber für mich gäbe. Hätte schon gerne so eine Leber für mich. Da ist der andere Geheimraum. Das ist der Shop. Da ist ein cooles Item. Wie ist denn das jetzt? Das kann ich doch immer einsetzen, ne? Mein, weil wegen Item holen und so. Das kostet mich jetzt ja auch keine blauen Herzen. Und das Coole ist, mit jedem Einsatz generiere ich eine Flamme. Und damit kann ich jetzt auch die hier kaputt machen. Ich krieg die Leber zwar nicht, aber ich krieg hier das ganze Geld. Und wie gesagt, jeder Einsatz dürfte mir eine Flamme geben, oder? Ja. Doch cool. Ich würde im Moment den Bumerang tatsächlich dann bevorzugen. Na, weil ich dann nämlich hier schön Flammen generieren kann. Immer sehr schnell. Also ich kann jedes Mal unendlich viele Flammen generieren sogar. Und den Vorteil grundsätzlich vom Bumerang habe ich auch noch dabei. Ich schieß doch mit dem Bumerang. Was mache ich denn hier falsch? Hä, wohin werfe ich den denn? Ah, jetzt. Aber immer noch keine Möglichkeit, darüber zu fliegen. Aber es macht nichts weiter, weil, wie gesagt, den Effekt durch Bumerang... Ach so, aber... Ah, das gilt nur für den Raum dann. Die Bumerang-Tränen halten nur für den Raum über. Okay, verstehe ich. Ist aber nicht weiter schlimm, weil die hat man relativ schnell zusammen generiert. Also kann ich akzeptieren. Okay. War ich jetzt schon in dem Geheimraum drin? Ne, ich bin in den Shop gelaufen, ne? Den Geheimraum habe ich gekonnt ignoriert, obwohl wir den ja auch hatten. Ah ja. Okay. Ist für mich im Moment nicht relevant. Gut, dann, ja. Im Prinzip war es das schon wieder. Ich kann jetzt eigentlich nur hoffen, irgendwas zu bekommen, was mich zur Leber fliegen lässt. Und ich muss an das weiße Herz denken, nachdem wir den Boss gemacht haben. Ich werde es vergessen. Immer schön mehr von den Tränen generieren. Weil die kleinen Tränen, glaube ich, auch den Homing-Effekt haben jetzt, ne? War knapp. Nice. Lakas.
Können wir einfach einsetzen. Ja, wobei, wir können es auch mitnehmen. Speed-Up ist... Oh, Speed-Up war wichtig. Speed-Up war sehr wichtig. Okay, nee, Daggers nehmen wir mit, weil wir wissen ja nicht, wann wir es mal brauchen können. So, jetzt weißes Herz holen und dann Abflug. Leider keine Leber für mich, aber ich meine, wir haben dann schon so viele Herzen, das ist ja schon fast als wie volle HP, also da ist dann die Leber auch jetzt nicht das wichtigste Item. Wäre natürlich cool gewesen, noch schneller mehr HP zu generieren, aber gut. Wenn ich nicht rankomme, komme ich nicht ran. So mache ich halt nichts. Habe ich irgendwas vergessen? Hoffe nicht. Denke nicht. Denke, wir sind erstmal good to go. Und die Aufgabe von dem Viech gegen den Boomerang sollte auch in Ordnung gewesen sein. Boah, meine Augentränen, ey. Ich sehe fast nichts mehr. Oh, ich muss mal kurz reiben. Ist schon ein bisschen spät, aber das nehmen wir jetzt noch zu Ende auf hier. Vor allem, ich nehme schon wieder länger auf, als ich wollte, weil ich halt jetzt zwei Fail-Ones am Anfang hatte und ich wieder alles in einem Part natürlich mache. Doof, wie ich bin. So, nach Möglichkeit nicht gleich einen Treffer kassieren. Sie haben in dem Raum schon mal ein gewaltiges Problem, was dieses mit dem Nicht-Treffen angeht. Weil ich sehe einfach nichts effektiv. Ja, was soll ich tun? Also. Oha. Get out of jail free card ist auch cool. Oha. Da gehen wir doch gleich mal rein hier. Ja, gut, jetzt ist auch eine interessante Geschichte. So könnte ich natürlich mit ganz viel. Mann, das Item bleibt ja hier. Wir können ja erst noch den Boomerang weiter mitnehmen. Und wenn wir dann wieder zurück sind auf dem Rückweg, können wir uns ja immer noch für den Gameboy entscheiden. Wenn wir dann so viele blaue Herzen haben, dass wir praktisch den Gameboy spammen könnten. Das wäre eigentlich eine ganz coole Lage. Und Daggers würde ich im Moment noch behalten für den Fall, dass die zweite Ebene hier dann irgendeinen Fluch hat. Was weiß ich, Curse of the Maze oder so, dann würde ich... Uah! Okay, da wäre eh der Treffer gewesen. Hä? Was war jetzt da wieder? Den letzten Treffer habe ich nicht verstanden. Da muss ein Schuss gewesen sein oder so. Ja, das war es nicht wert. Aber den habe ich tatsächlich nicht verstanden, den letzten Treffer. Und irgendwas bin ich reingerasselt. Na, das war ein toller Raum. Ach komm! Oha. Also wir müssen uns dringend um mehr Schlüssel kümmern. Wir müssen uns ganz dringend um mehr Schlüssel kümmern. Nein, oh mein Gott. Boah, das spiele ich gerade richtig schlecht. Ich sehe diese Viecher aber auch gerade so schlecht. Es ist echt... Puh.
Junge! Haben wir irgendwo rote Herzen noch rumliegen? Nein. Großartig. Eher unwahrscheinlich, dass da der Geheimraum ist. Wir probieren es mal. So viel dazu. Schon bedenken, dass das nicht hinhaut. Wo ist jetzt der Shop, Mensch? Ich wollte gerade sagen, die machen Brimstone. Wollte gerade sagen, die machen Brimstone. Und sie haben Brimstone. Da kann nichts sein. Wir suchen immer noch den Shop. Das ist nicht der Shop. Sehr gut. Oh yes, Herzen. Herzen wichtig. Herzen wichtig und richtig. Aber ich kann hier trotzdem sprengen, weil hier könnte der Supergeheimraum sein. Treffer versenkt. Oh ja. Oh ja. Das ist so richtig und wichtig. Das ist richtig und wichtig. Sehr, sehr gut. Dann kann ich jetzt nämlich einfach sämtliche Truhen öffnen, die wir noch frei haben. Wo waren die denn überall? Eine? Nee. Hey, hatten wir nicht Truhen irgendwo übrig? Hatten wir nicht Truhen irgendwo? Habe ich die geöffnet? Hä? Oh nee, ich habe die schon geöffnet, oder? Müsste ja auf der Karte auch eingezeichnet sein, eigentlich. Scheiße. Das ist ja doof jetzt. Das ist ja richtig doof jetzt. Oh, Shop und Dings. Stimmt, den hatten wir auch noch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich stehe da ein bisschen ungünstig. Die haben ganz schön viel ausgehalten. Oh, dieses Ding. Nicht schlecht, aber nichts für jetzt. Nein! Och, komm. Der vorletzte Shop und es gibt einen Kampf natürlich. Musste ja so kommen. Okay. Ja gut, der Boomerang da drin bringt mir nichts. Mit Glück droppe ich gerade das Ding durch den Treffer, aber das wird nicht passieren. Oh, nice.
Zweites Guppy-Item. Nichts zum Einsetzen, weil ich bekomme so zwar blaue Herzen, aber verliere meine roten und die sind ja nur für... Ja, das ist wahrscheinlich wirklich die schlechteste Kombination. Weil ich bekomme ja nur blaue Herzen, mit denen ich... Hä? Nee. Also ich glaube, so ist das eine ganz schlechte Kombination, aber es ist als Guppy-Item, deswegen habe ich es eingesammelt. Auf jeden Fall wichtig gewesen. Aber nichts zum Mitnehmen. Nichts zum Mitnehmen. Da wären wir ja bekloppt. Okay. So. Nach oben und nach unten ist beides möglich. Lass mich nochmal kurz die Räume checken. Hier kann nichts sein. Hier muss das sein. Das ist die einzige Möglichkeit. Jo. War wirklich die einzige Möglichkeit. Emperor. Ich gebe nochmal einen Schlüssel. Na komm, wir haben so viele Bomben. Ja, hat's doch was gebracht. Hat doch was gebracht. Okay. So. Dann. Boss-Time. In der Hoffnung, dass wir die 25% zumindest mitnehmen können. Wäre schön. Wäre schön. Oh Gott. Oh Gott. Schön schnell Flammen generieren. Weil die ja einerseits schützen und andererseits ja mehr Schaden machen. Und der Boomerang ja gleichzeitig auch noch kurz freest. Okay, der erste hat sich verabschiedet. Aber das hat natürlich meine Deal-Chance böse. Ja, war klar. Böse reduziert. Oh Gott, war das schlecht. Puh. So, aber jetzt haben wir hier ein Trinket, was im Bossraum liegt. Naja, das ist ja auch was. Oh Mann, ey. Ja, das war's. Ich kann hier nichts weitermachen. Alter. Das lief nicht so gut. Das lief gar nicht so gut. Herzenstechnisch müssen wir echt aufladen. Wir müssen echt aufladen. Jungs, wir müssen aufladen, die Herzen. Na gut, ein Trinket liegt jetzt im Bossraum. Das sollten wir also auf dem Rückweg bekommen. So, da jetzt kein Fluch kam, jetzt werde ich... Ne, eigentlich ist jetzt Purity immer noch sinnlos. Da kommt ja noch ein Fluch. Das Gute ist, durch den Eiseffekt kann man zumindest noch verhindern... Sehr gut. Kann man zumindest noch verhindern, dass diese blöden gelben Fliegen da rauskommen. Weil der die gar nicht entfalten kann. So, wir müssen unbedingt Dings finden. Na, den Totenkopf mit dem X. Ah, da ist er schon. Da ist er auch schon. So, die Karte jetzt nicht mehr verlieren. Dann ist alles cool. Schon wieder eine Arcade. Aber mit 81 Münzen muss ich da eigentlich schon reingehen, ne?
Na, was du, was für ein dämlicher... Gottes Willen bin ich... Ey, wie leichtfertig ich einfach meinen Scheiß verschenke. Es ist so traurig. Wie leichtfertig ich einfach diese ganzen Deals verschenke. Ey, es könnte echt... Ich hoffe, ich krieg noch irgendeinen Treffer, den ich nicht hätte verändern können, weil den hätte ich definitiv verändern können. Oh no. Oh lol. Wait. Hab ich gerade noch rechtzeitig dran gedacht. Oh, nice. Ja, wir müssen Herzen aufsammeln jetzt erstmal. Ganz wichtig. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schön wieder voll werden. Ja, Speedup war auch wichtig. Sehr gut. Ja, gut, ne? Oh, hier ist gleich einer. Okay, Freunde. Dann werden wir uns da doch gleich mal gönnen. Das ist zwar ein Item, was ich nicht benötige. Das ist, glaube ich, die... die Clear Rune. Die mir sozusagen... Die sorgt dafür, dass ich so ein Ding immer wieder einsetzen kann. Die Rune, die ich sozusagen habe. Das ist wie die weiße Karte und so weiter. Aber einfach für... Ah, ich komme da nicht ran. Ich muss es aufmachen erst. Okay. Oh, ich habe die letzten Male die Dinger nicht kaputt. Ups, scheiße. Habe ich vergessen, sorry. Big sorry, ich habe das letzte Mal die Dinger nicht kaputt gemacht. Habe ich komplett verdrängt, dass das ja geht. Ups. Ups, oh Gott, ich habe... ich habe ganz oft den Boomerang-Effekt vergessen. Das fällt mir jetzt erst ein. Na, hätte ich ja dann auch zum Beispiel sowas hier machen können. Ah, das habe ich komplett verdrängt. Ah, das war doof. Ah, es war doof. Ja. Ja. Sorry. Hab ich nicht dran gedacht. War blöd. Ich würde ja sagen, es kommt nicht wieder vor, aber... Ah, leider. Leider... Oh, cool. Cool, 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 cool. Gut aufheben. Gut aufheben. Gut merken. Okay, Bossraum. Meine ich nicht. Itemraum wollte ich sagen. Nice. Dum, dum, dum. Boah, ich hatte Angst, dass er mich erwischt. Jetzt würde ich noch den Shop machen wollen, bevor wir zum Boss kommen. Ich hasse diesen Raum, ne? Hahaha, genau deswegen.
Ja, Marcel, was soll ich tun? Was soll ich tun? Leider zu spät, da hoch. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn wir uns zum dem Boss nähern, dürfen wir auch den letzten Geheimraum finden. Und da ist er auch schon. Und er ist nutzlos. Cool. Okay. Hey, Mom. Na? Scheiße. Wieder einen Treffer kassiert, wieder den Ziel verhauen. Also jetzt richtig. Nicht mehr so ein bisschen, sondern komplett. Ach, come on. Und er kommt doch. Viel zu viel Glück. Yo, alles klar. Das eine ist... Ach, dieses Invincible-Scheißding. Nee. Das ist dieses komische mit den Ticks, die man, also wo man runterzählen muss. Nee. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Die Krone ist zwar auch nicht das Geilste, weil die darauf basiert, dass man nicht getroffen wird. Und ihr kennt mich. Ich werde leider getroffen. Aber, ich meine, ne? Man kann schon mal... Man kann schon mal mit... Also man kann... Also, ne? Ja, also ihr wisst... Ich rede mich um Kopf und Kragen, aber ihr wisst nicht, was ich sagen will. Aber das macht auch nichts. Weil ich weiß es auch nicht mehr. Was ich genau jetzt sagen wollte. Lel. Okay. So. Jedenfalls ist klar, was wir nehmen. Weil bei der Auswahl nehmen wir natürlich die Krone. Aber wie gesagt, ja, jetzt gibt es eh keinen Engelraum mehr, also brauche ich jetzt auch nicht gegen den Engel kämpfen. Das wäre jetzt Quatsch. Wir haben das negativ, ne? Haben wir genommen. Gut, Abflug. So, leider behalten wir das Damage ab nicht. Ist klar. Was muss ich jetzt alles noch tun? Shop haben wir noch nicht. Oh, den Raum haben wir auch noch nicht. Den nehmen wir doch mal noch fix mit. Haben allerdings nichts davon bekommen. Aber dann ist der Shop da unten lang. So, hier ist das weiße Herz. Da muss ich nachher noch dran denken. Also das kann ich eigentlich auf dem Rückweg mitnehmen. Weil auf dem Rückweg kommt kein böser Raum mehr uns entgegen. Die Räume kommen jetzt noch und dann haben wir auf dem Rückweg haben wir alles gesehen. Ah, stimmt, den Raum hatten wir auch noch nicht. Den hier, den Curse Room. Schade, ich hätte noch auf ein Guppy-Item gehofft. Weil wir brauchen nur noch ein Guppy-Item. Für Guppy. Tatsächlich sogar. Okay, die Kerze
müsste doch jetzt noch besser sein als der Bumerang, oder? Wobei ich jetzt nicht weiß. Wir gucken uns das einfach mal an. Wir probieren es mal aus. Die Tränen, die ich mit der Kerze generiere, schießen die auch? Nee, die schießen nicht zusätzlich, die Tränen, die ich mit der Kerze generiere. Die sind dann einfach um mich rum und explodieren wahrscheinlich auf Kontakt. Doch, die schießen kleine Feuer. Das ist so viel besser. Aber leider auch immer nur für den Raum. Danach geht's weg. Aber ich glaube, das war sowieso schon immer so. Ich glaube, das war wirklich schon immer so. Bin mir zwar nicht mehr sicher. Speed up. Ich glaube, das war wirklich schon immer so. Ja, dann würde ich das so machen. Wieder ein bisschen was einzahlen. Ich würde mal so auf 20 runtergehen. Einfach, dass wir wieder ein bisschen was eingezahlt haben und das auch wieder nutzen können. Auf Zukunft angelehnt. Dann holen wir uns noch die... Oh, stimmt! Jetzt ist der Raum doch super nützlich. Jetzt ist der Raum doch super nützlich. Okay, sorry Leute, wir müssen jetzt ein paar Mal hin und her laufen. Aber das eine HP abhole ich mir noch. Also wenn es ein HP ab ist. Aber die Chance auf das HP abhole ich mir noch. Tut mir leid. Da müsst ihr jetzt durch. Schade. Nicht ganz. Nicht ganz. Gut. Dann jetzt aber wirklich Abflug. Ich hole mir noch die letzten Herzen unten wieder. Dann nehmen wir das weiße Herz mit und dann verlassen wir die Ebene. Dann haben wir alles gesehen, was wir sehen konnten und wollten und mussten und tun. Gedingse. Ja, und natürlich, jetzt läuft auch im Moment, weil wir voll mit Herzen sind, jetzt funktioniert auch endlich die Krone. Aber sobald ich getroffen werde, ist halt das Problem, ist der Effekt wieder vorbei. Deswegen, die Krone wird nicht allzu lange anhalten. Leider. Leider wird die Krone nicht allzu lange anhalten. Aber was willst du tun? Was willst du tun? So ist es eben. Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendeine Kerze, eine Karte liegen lassen, die ich mitnehmen wollte. Achso, wenn ich jetzt hier durchgehe, ist der Kroneneffekt schon wieder vorbei, ne? Dann machen wir das erst wieder, wenn ich ein Herz hier rumfliegen habe irgendwo. Ja, oder so. Können wir es nämlich auch machen. Cool. Oh, nice. Sehr schön. Das Ding jedes Mal zu bekommen, ist schon cool eigentlich. Habe ich eine Bombe? Ich habe natürlich Bomben. Schade. Alter! Aber die kleinen Feuer, die selber kleine Feuer schießen. Die Feuertränen, die selber kleine Feuer schießen, wollte ich sagen. Das ist schon cool. Das ist schon echt cool. Halt nur doof, dass man es jeden Raum neu aufladen muss. Aber gut, so ist es. Okay, hier ist nichts weiter Spannendes. Ich könnte noch gucken, ob ich die Möglichkeit habe. Theoretisch könnte ich die Möglichkeit haben. Okay. Oh, habe ich auf der richtigen Stelle gesprengt, wenn hier eigentlich die Tür ist? Ja, okay, jetzt auf jeden Fall.
Ach, ich Dummkopf, ich hab doch I Can See Forever, es ist nicht auf. Oh. Zum Glück habe ich genug Bomben. Leute, wieso fällt mir sowas immer ein, wenn ich erst zu spät merke, dass ich dumm war? Wieso ist das so? Kann ich mir das erklären? Also ich habe ja wirklich sofort, als ich es gemacht habe, gemerkt, dass es nicht dumm war. Aber wieso fällt es mir nicht vorher ein? Ist doch echt ärgerlich. So, vielleicht kriegen wir jetzt die Herzen noch wieder voll. Wäre cool, weil dann hätten wir wieder unsere Krone aktiv. Das Ding ist, mit der Power Pill kriege ich auch die Herzen voll. Theoretisch. Muss ja nur die Gegner essen und bin voll. Das klingt eigentlich gar nicht so dumm. Aber ich würde es mir mal noch aufheben. Jetzt geht wieder die Kacke los. Ich habe keine Schlüssel, Mann. Ich habe immer noch keine Schlüssel, Mann. Nom, nom, nom. So, leider kein Schlüssel gedroppt, aber jetzt sollte die Krone wieder aktiv sein. Yes. Oh Gott, vorsichtig. Okay, aber hier komme ich ran. Jetzt ist wieder die Frage, fangen wir mit Truhen an und hoffen, dass da weitere Schlüssel rauskommen? Da hätten wir einige, aber das ist Risiko. Oder machen wir erstmal den Item? Wir machen erstmal den Itemraum auf. Okay, was ist das? Sieht nach einem neuen Item auf jeden Fall aus. Geh einfach mal zu den Repentance-Items hoch und guck, ob ich es da sehe. Ja. Empty Heart. Oh, das haben wir jetzt erst bekommen, als wir Samson mit Beast besiegt haben. Upon entering each new floor, if you have one red heart or less. Ah, ein rotes Herz oder weniger. Ja, dann ist das schon mal irrelevant. Kommt eines dazu. Also immer wenn man ein Herz oder weniger hat, rotes Herz oder weniger, kommt eines dazu. Das bringt aber dann eigentlich effektiv nur einmal was, weil im Normalfall verliere ich es ja nicht gleich wieder. Also das ergibt für mich keinen Sinn in meiner Situation. Dann ist völlig egal, was das andere Item ist. Das andere Item ist auf jeden Fall das bessere. Oh, nein. Das ist auch nicht besser. Nope. Ich passe. Schlechter Itemraum. Wie soll ich da reinkommen? Ach so. Kann ich das Feuer da nicht einfach durchschicken? Ich kann sprengen. Nein. Ja, das war jetzt. Schlüssel! Das ist kein Schlüssel. Nichts von dem, was ich wollte. Ah, das ist alles noch geschützt. Scheißdreck. Nein, ich brauche Schlüssel. Bitte keine Truhen jetzt mehr spawnen, sondern erstmal wieder Schlüssel spawnen. Dankeschön. Ich muss erstmal an den Typ vorbeikommen. Sehr gut. Jetzt geht's hier richtig los. Schlüssel!
Schlüssel, habe ich gesagt. So wird es nix. Ja, mehr Bomben. Cool. Cool, 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 cool. Okay, wir laufen noch ein bisschen rum. Vielleicht kriegen wir noch Schlüssel zusammen. Unmöglich ist nix, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht so dran. Ach, scheiße. Ach, das war wieder der dumme Boden. Ah, es ist echt ärgerlich, wenn es an Schlüsseln immer scheitert, dass man die ganzen Sachen nicht nutzen kann. Das ist echt ärgerlich. Oh, ist ja gut jetzt. Geh kaputt. Aber die kann auch nicht da in der Mitte rumhüpfen. Da ist der andere Geheimraum. Das ist ein Gift. Das ist ein frecher Raum. Weil man kaum Ausweichmöglichkeiten hat. Das ist ein richtig frecher Raum. Mein lieber Scholli. Komm, Schlüssel jetzt. Beide Truhen kann ich öffnen. Schlüssel. Schlüssel. Glaub's auch. Es ist so frech, dass ich keine Schlüssel kriege. Es ist so frech. Jetzt habe ich alles gesehen. Ich habe alles gesehen. Ich komme nicht mehr an Schlüssel ran. Es ist so frech. Es ist so frech. Hätte ich gewusst, dass der Itemraum so kacke ist, wäre ich wahrscheinlich in den Shop gegangen oder sowas. Haben wir irgendwo noch einen blauen Stein übersehen? Aber ich habe da nicht... Wie gesagt, augentechnisch ist es... Oh mein Gott, ey! Ich gehe so nah an den Bildschirm ran, es sieht einfach alles unscharf aus. Es kann echt... Oh, nee, Mann! Es kann echt gut sein, dass ich jetzt einfach blaue Steine übersehe, weil einfach meine Augen schon so, jo, wir wollen schlafen sind. Ich muss mich so anstrengen zu gucken, um wirklich einen blauen Stein, also nicht blau sind die jetzt ja eh nicht mehr, aber um so einen markierten Stein zu erkennen. Aber ich sehe da... Ich sehe da keinen. Nee, komm, Leute, wir gehen. Es ist okay. Es ist, also okay, es ist nicht. Es hätte halt sein können, es könnte sein, dass wir coole Sachen jetzt verpassen. Wenn wir nicht es schaffen, die Dinger zu öffnen. So, aber was soll ich tun? Hier ist nichts mehr. Ich komme an die Sachen nicht ran. Muss ich einfach akzeptieren. Okay, wir sprengen mal noch hier. Ja, Schlüssel! Oh mein Gott, das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Mehr Schlüssel. Mehr Schlüssel. Okay. Was kann die Blank-Rune schlimmstenfalls im Moment eigentlich? Kannst du gar nichts schlimmstenfalls. Okay, Hagalas öffnet leider nicht die Truhe. Nein, ich bin nicht in den Shop. Ich habe Schlüssel gehabt. Ich bin nicht in den Shop. Ich bin nicht... Okay, ich habe es verdient, nicht weiterzukommen. Oh, war das dumm. Oh, war das dumm. Oh, das war wirklich richtig dumm.
Ich sag die ganze Zeit so, ja, ich würde in den Shop gehen mit einem Schlüssel. Was mache ich? Ich öffne zwei dumme Truhen. Nee, da gehe ich nicht mehr hoch. Oh, war das blöde. Entschuldigung. Oh, das war so richtig dumm. Ja gut, hauen wir ab. Hauen wir ab. Aber das war blöd. Das war richtig blöd. Das war richtig blöd. Was soll's. Ach, scheiße, echt. Aber wir müssen jetzt immer noch Schlüssel finden. Ja, coole Sache. Weil wir halt immer noch... Ist nicht gut. Weil wir halt immer noch Räume bekommen werden... Räume bekommen werden. Quatsch, Ebenen bekommen werden. Nein, ich wollte sagen, wir bekommen immer noch Räume, in denen nur goldene Truhen spawnen. Ich brauche aber für ein paar Itemräume noch Schlüssel eigentlich. Ah, shit, ey. Das ist der Nachteil von Guppy's Tale, dass du halt teilweise viele goldene Truhen bekommst, die du gar nicht willst. Ja gut, aber ich denke, auf der Ebene wäre es jetzt Quatsch, sich weiter umzugucken. Ich denke, wir gehen hoch. Nein! Ja, das meine ich. Genau das meine ich. That's exactly what I mean. Ich bekomme jetzt weniger Schlüssel. Weil wenn was spawnt, ja, dann ist es so eine Kacke. Ah, das ist nicht gut. Ah, das ist nicht gut. Okay, das ist gut. Okay. Diesmal, diesmal hebe ich mir den auf. Wenn ich den zweiten Schlüssel bekomme, nutze ich ihn für die Truhen hier, aber den einen hebe ich mir auf. Bei wie viele? Nein, das war... Oh, war das dämlich, sich da treffen zu lassen? Wie viele... Ah, shit. Wie viele Räume brauche ich noch also, wie viele Räume brauche ich noch den einen... Also, ach, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Auf welcher Ebene liegt der Cracked Key? Ich glaube jetzt der kommt, ne? Ich glaube die Ebene, die jetzt kommt. Ich glaube, da liegt der Cracked Key. Yes. There we go. There we go. Shut up, man. Shut up. You just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave. We'll be fine without you. Abandon us. Abandon yourself. Haben wir hier den Itemraum gehabt? Ich glaube schon. Ja, wir wissen es auf jeden Fall gleich. Vorsicht, wieder komischer Boden. Diesmal rennen wir da nicht rein. Ja, den Itemraum hatten wir. Ach, das war die Geschichte. Okay, schon allein um die Herzen aufzufüllen. Ich glaube an der Stelle verabschieden wir uns vom Feuer. Ich weiß nicht, was die Träne macht, die ich erstelle, wenn ich jetzt diesen Gameboy aktiviere. Ich weiß nicht, was die Träne macht, aber ich hoffe, sie tut was Gutes. Na, aber ich meine, ihr seht, ich lade mich immer auf. Jetzt habe ich so eine gelbe Dings um mich rum. Was passiert, wenn die kaputt geht? Bekomme ich dann wieder den Effekt? Schießt die auch zwischendurch? Ah, okay, die hinter... Ah, die macht solche Schüsse. Okay, auch interessant. Und die bleibt sogar. Oh shit, das war dumm.
Ja gut, doch klar. Ich wollte gerade sagen, muss jetzt nicht sein, aber doch klar muss sein, weil ich kriege ja ein Herz dazu wieder. Also effektiv. Ja, und jetzt nehmen wir den Gameboy mit, weil damit kann ich mich immer schön wieder aufladen. Jetzt nehmen wir schön den Gameboy mit, weil damit kann ich mich immer wieder aufladen. Ich denke, das ist besser. Nochmal kurz, ob ich noch irgendwas machen kann hier. Ich glaube aber nicht. Nee. Okay. Ab nach oben. Ich glaube, wir nähern uns langsam den ersten... Ah, nice. Hier liegt auch nochmal ein Crack Key. Okay, wusste ich gar nicht mehr, dass ich noch mehr habe liegen lassen. Aber good to know. Good to know. Oh Gott. Nein. Nein! Hör auf. Hör auf, dumm zu sein. Ich glaube, wir haben hier noch ein Item raufzuholen. Oder? Ich glaube, das Planetarium kam in Devs 1. Sehr schön. Leider nichts mehr. Der Store Credit. Die gehen nicht kaputt mit einem. Oh mein Gott, ich dachte, die gehen kaputt mit einem, aber das hat nicht gereicht. Das war ja bitter. Schwören können, dass das reicht, aber es reicht einfach nicht. Alle, die halten so viel aus. Ach, komm, hör auf, dich treffen zu. Eine Münze. Der Raum hat sich gelohnt. Okay, da ist der Raum, den ich suche. So viel dazu. Dann hoffen wir mal, dass wenigstens die Pilze mir was Brauchbares bringen. Schade. Ich dachte, den hatten wir noch nicht, den Raum, aber scheinbar hatten wir den dann doch schon. Ich bin verwirrt. Haben wir dann auf der Ebene das Planetarium bekommen? Kann sein. Ach, ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich haben wir das. Okay, weiter im Programm. Oh nee! Not again! Kann die nach oben schießen? Ja, wenn sie sich dreht halt. Tschüss. Für die Aufladung. Das hätte auch besser laufen können, was die Aufladung angeht. Okay. Oha. Sehr schön. Alles, was rote Herzen sind, ist sehr gut.
Itemraum und einfache Gegner. Was will ich denn mehr? Ja, ein Schlüssel wäre cool gewesen, aber ist noch... wait, da waren wir auch schon drin. Hä, wann waren wir denn nicht drin? Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das Ding bekommen haben. Haben wir es auf der Ebene dann schon bekommen? Lol. Ja gut, dann gleich weiter. Dann gleich weiter. Wofür hebe ich eigentlich meine Schlüssel gerade auf? Lul. Okay. Das ist sehr gut gewesen, dass da so ein Doppelherz ist. So, haben wir hier einen coolen Stein? Nee, es sind so viele Steine, aber kein cooler. Aber jetzt sind wir endlich wieder voll, was die Herzen angeht. Okay, oder auch nicht. Jetzt renne ich nochmal rein, es darf doch nicht wahr sein. Oh ja! Oh ja! Oh yes! Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ja, mehr rote Herzen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt sind wir wieder voll. Jetzt sind wir wieder voll. Und wenn wir jetzt endlich unsere Vollheit behalten, dann haben wir so schön Schaden. Jetzt ist der Ding auch wieder voll. Boah, ich dachte schon, der erwischt mich. Okay. Nice! Ich wollte schon sagen, einen Schlüssel brauche ich noch für den letzten Itemraum. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch rauskommen. Perfekt. Okay, Schlüssel haben wir für den letzten Itemraum. Ab dafür. Und ich denke über die Gameboy-Geschichte. Ich denke über die Gameboy-Geschichte. Kommen wir tatsächlich ganz gut durch und kriegen auch immer wieder unsere Herzen relativ schnell zurück. Ich darf nur nicht einmal getroffen werden, weil sonst ist natürlich der Effekt dann weg. Oh, der ist schon offen. Ach so, aber der ist offen, weil es erste Ebene ist, ne? Das heißt eigentlich, da kann ich dann die Truhen auch nehmen. Oder habe ich den Itemraum mitgenommen? Nee. Kann mich nicht erinnern. Oh, nice. Ach so, ja, aber jetzt... jetzt natürlich nicht mehr. Einfach mal über ein Item freuen, was man nicht mehr gebrauchen kann. Sehr gut. Okay, darüber freue ich mich aber tatsächlich. Und darüber freue ich mich auch. Allerdings muss ich jetzt aufpassen, von welcher Seite ich den approache. Approache den von unten. Und dann von hier. Und dann von hier. Ah, von hier. Yes. Oh. Lol. Ich meine, gut, wir haben das Geld, ne?
Was habe ich zu verlieren? Kostet mich jetzt blaue Herzen, wenn ich das einsetze, oder ist das einfach... Es kostet mich ganz normal Münzen, wie immer. Was got a pretty fly? Alter, nice. Oh Gott, Vorsicht mit dem. Vorsicht, wenn ich Pillen dingse. Nicht, dass ich den Fat Key dann liegen lasse. Ich meine, das Ding ist, wir haben jetzt ja eh die Münzen. Wir müssen eh die Münzen loswerden. Na, also warum nicht jetzt einfach die Münzen wegspielen? Ich guck mal kurz, ob wir den... Ja, okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich guck mal kurz, wie weit wir es noch haben bis zum Lichtstrahl. Und da ist er schon. Ja, dann spielen wir natürlich noch bis zum Ende hier. So, was soll ich tun? Ich brauche das Geld nicht mehr. Den Powerpill kann ich nicht mitnehmen, aber ihn hier kann ich natürlich weiter mitnehmen. Okay, cool. Coole Flammen, die ich jetzt um mich rum habe, aber leider werden sie halt gleich weg sein. So, was, aber was soll ich tun? Das ist halt leider so. Aber das ist schon cool. Ne? So schießen ist schon cool. Wenn die bleiben würden, wäre episch. Wird aber nicht der Fall sein. Ist egal, wir haben, was wir wollten. Wir haben Tainted Bethany. Oh mein Gott. Oh, die sind noch da. Cool. Gehen die erst weg, wenn sie getroffen werden in dem Fall? Ah, das wäre ja nice. So. Bevor wir hier irgendwas noch falsch machen... Moin. Yes. Sehr schön. Lang genug gedauert. Schon wieder fast ein 2-Stunden-Part geworden hier. Ja gut. Vielleicht kommt noch eine coole Pille raus, aber... Nein. Nein. Die kannst du behalten. Okay. Gut. Dann schlafen wir eine Runde. Haben wir dann immer noch den Effekt? Yes. Cool. Ja dann... Können wir damit ja gleich anfangen zu schießen. Ah ja, okay, mit den ersten Treffern geht's natürlich weg. Ah, jetzt ist mein Damage up weg. Ach, scheiße, weil ich nicht aufgepasst habe. So, aber ich denke, mit der Energie, die wir haben, sollte das passen. Wenn er dann mal stillhält, dann jetzt nutze ich natürlich meine... Ja, jetzt. Meine Pille hier. Also nicht Pille, sondern mein Dings. Um ihm ein bisschen Schaden zuzufügen. Passt die Geschichte auch schon. Aber solange er den Kreisel macht, ist es halt Quatsch. Dann werde ich zwar in dem Moment nicht getroffen, aber ich kann mittlerweile auch recht gut ausweichen, dem Kreisel. Wenn er vor allem verlangsamt ist. Gut. That's it. Ich sehe jetzt eigentlich gegen Beast nicht, dass es problematisch werden dürfte. Ich wüsste nicht, warum es jetzt gegen Beast problematisch werden könnte. So, wirklich nicht. Sobald jetzt seine kleinen Fliegen spawnt, setze ich meinen Dings ein, futter die weg, dürfte genug Herzen wieder haben. Ich hoffe, dass dann die Krone wieder aktiv wird.
Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es halt einfach mal. Okay, das puttert leider die. Okay, ich bekomme kein Herz zurück. Na gut. Dann muss ich damit leben, dass ich kein Herz zurückbekomme. Jetzt habe ich mein Herz zurück. Und jetzt habe ich die Krone. Nice. Das ist, was ich wollte. Jetzt nicht treffen lassen, sondern schön die Krone behalten. Sollte das hier gleich alles sehr... Na, wo kommt der Nächste? Also. Sollte das gleich alles schön angenehm laufen. Und vor allem, wenn ich jetzt immer wieder Dings einsetze, kurz bevor ich getroffen werde... Ich habe ja, ne, ich kann es ja über blaue Herzen, kann ich das ja regulieren. Mach mal keine Faxen hier, mach mal einfach so weg. Die Viecher. Mach mal einfach so weg, die Viecher, warum nicht? Ja, die erste Phase kein Problem, da brauche ich jetzt noch nicht das Ding einsetzen. Ein bisschen kämpfen will ich auch noch selber. Ciao. Sehr schön. Da kriegt er einmal Explosive. Achso, ja, da kommt er noch nicht. Ich dachte, da kommt er schon. War zu bald. Schade. Aber macht nichts. Ich kann das eigentlich die ganze Zeit spammen. Jo, ich kann es halt wirklich spammen. Das ist ja voll witzig. Aber ich habe das Gefühl, ich mache dann weniger... Wie lange hält das noch? Das hört gar nicht mehr auf. Wie oft habe ich das gedrückt? Es hört gar nicht mehr auf. LOL. Jetzt hört es wieder auf. Ich habe das gar nicht so oft gedrückt. Das hat ja ewig gehalten. Interessant. Char auf Wisps freigeschaltet. Okay. Okay, ich kann mir denken, wie Char auf Wisps funktioniert. Wir haben ja andere Chars, ne? Char auf Hard und so weiter. Dann kommen dann halt solche Flammen raus wahrscheinlich. Also solche Flammentränen-Dinger raus. Gut. Die nächsten beiden Parts werden interessant. Denn uns fehlen noch zwei Tainted-Charaktere. Ne, drei. Okay, dann ist Blue Baby noch ein relativ normaler. Lost wird übel. Keeper weiß ich nicht mehr so genau, wie der gelaufen ist. Also, ich denke, wir machen als nächstes Blue Baby. Das wird noch relativ normal, wenn ich viel auf blaue Herzen versuche zu gehen. Was ich muss, sonst funktioniert Blue Baby nicht. Aber dann kommt noch Keeper und Lost. Und Lost wird, also bei Lost hoffe ich ja echt, das irgendwie mal so zu regeln, dass wir mit irgendjemand anderem den Run machen und dann halt das das Dingspaper vorher finden und dann sagen, okay, wir gehen hoch. Und oben sterben wir und werden lost und machen so einfach auf easy. Den Dings. Das wäre so mein Plan. Was Lost angeht. Aber wir können es natürlich auch mal so probieren. Hat man gesehen, wie gut ich mit Lost zurechtkomme. Danke fürs Zuschauen. Oh Gott, 2 Stunden Part, weil die ersten Ones furchtbar waren. Und tschüss.